Samuel Koch, 23 Jahre jung und hochmotiviert. Bei Wetten, das will er mit einer gefährlichen Wette an seine Grenzen gehen. Will mit Sprungfedern an den Füßen über fahrende Autos springen. Doch dann passiert der tragische Unfall. Nach zwei erfolgreich übersprungenen Autos fixiert Samuel den grauen Audi. Am Steuer sein Vater. Der Student läuft an. Exakt 62 Meter liegen zwischen ihm und dem Wagen. Mit dem sechsten Schritt springt Samuel ab. Mit den Händen stößt er sich auf der Windschutzscheibe ab. Doch sein Kopf schlägt gegen das Wagendach. Durch die Wucht des Aufpralls wird sein Salto beschleunigt. Möglicherweise ist er zu diesem Zeitpunkt schon bewusstlos. Unkontrolliert rotiert sein Körper durch die Luft. Schließlich schlägt Samuel mit dem Kopf am Boden auf und bleibt regungslos liegen. Sofort eilen die Moderatoren Thomas Gottschalk und Michelle Hunziger zu ihm, rufen nach Hilfe. Geschockt sehen sie zu, wie die Ersthelfer den Verletzten versorgen. Mitarbeiter der Show versuchen das Drama mit einem Tuch vor den Zuschauern abzuschirmen. Show-Urgestein Gottschalk berät sich mit seinem Team und beendet schließlich die Sendung vorzeitig. Zum ersten Mal in seiner Karriere. Samuel Koch wird ins Uniklinikum Düsseldorf gebracht. Ob er jemals wieder vollständig gesund wird, ist noch immer unklar.